Lebensmittel, die dabei helfen kann, Prostatakrebs zu kämpfen. Erste Tomaten. Abgesehen davon, köstlich, wenn verbrauchten roh oder gekocht, Tomaten mit Vitaminen und Mineralien, die helfen können, Krebsrisiko zu begrenzen und die Ausbreitung von Krebs nach einer Prostatakrebsdiagnose kampfgefüllt sind. Das ist zum Teil, weil sie sind eine gute Quelle für die sekundäre Pflanzenstoffe wie Lycopin, der in der Lage ist, die Bekämpfung von freien Radikalen bekannt. Zweite Trauben. Trauben und Traubenmostnebenprodukte, wie zum Beispiel Traubensaft, enthalten eine Art sekundäre Pflanzenstoffe wie Resveratrol, das gezeigt hat, Entzündungen zu kämpfen bekannt, reduzieren das Risiko von Krebs und Hilfe nach der Diagnose Krebs bekämpfen. Denken Sie auch daran, dass Trauben und Traubensaft enthalten viel Zucker. In der Tat sind einige Sorten von Traubensaft enthält zugesetzten Zucker. Verbrauchen zu viel Zucker, ob natürlich oder nicht, Probleme für die Menschen, die versuchen, ihr Gewicht zu halten, präsentieren können. Dritte ganze Körner. Viele der modischen Themen gibt Menschen davon abhalten viel Kohlenhydrate mit Brot, ein wichtiges Ziel für einige Fitnessexperten. Aber es gibt nichts falsch mit Brot zu essen, solange es in Maßen, und wenn das Brot in der Frage von ganzen Körnern wie Gerste, Bulgur, Kassar, Hirse, Quinoa, etc. Viele dieser Vollkornbrote enthalten wertvolle Vitamine und Mineralien, wie Magnesium, und sind voller Faser, die helfen kann, unser Verdauungssystem funktionieren, wie es sollte. Vierter Äpfel. Sie wissen, was Sie sagen, ein Apfel am Tag hält den Doktor Awei. Der Grund dafür ist, dass das typische Apple eine exzellente Quelle für Vitamine wie Vitamin A und Vitamin C, zusätzlich zu Fibre, Channel, die helfen können, halten die Verdauung funktioniert wie es sollte. Aber Äpfel enthalten auch Quercetin, ein Flavonoid, für die gezeigt wurde, dass die Entzündung und den Fortschritt, den Krebs zu bekämpfen. Und, weil es enthält Antioxidantien, die Äpfel kann auch helfen, das Krebsrisiko in den ersten Platz. Fünfte Beeren. Es gibt nur wenige Lebensmittel mehr randvoll mit Krebs, kämpfende Antioxidantien als Beeren wie Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, Preiselbeeren und Erdbeeren. Natürlich, Beeren sind auch eine gute Quelle für Vitamine wie Vitamin C und Vitamin K, zusätzlich zu Fibre, Channel. Bedenken Sie jedoch, dass Beeren viel Zucker enthalten. Auch einige Arten von Beeren, wie Heidelbeeren und Brombeeren, enthalten mehr Krebs, kämpfende Agenten als Erdbeeren oder Himbeeren. 6. Wasser. Sie brauchen nicht Sportgetränke zu konsumieren, Wasser mit Kohlensäure oder fantastischen Vitaminwasser, nur normales Leitungswasser ist oft alles, was Sie brauchen, um Ihre Körper hydratisiert und bereit, jede Krankheit zu bekämpfen, wie Prostatakrebs, das entlang kommt. Wenn Sie nur mäßig aktiv und in der Regel gesund, Sie sollten nur etwa 5 bis 7 Gläser Wasser jeden Tag, während jemand, der ständig unterwegs oder die Bekämpfung einer Krankheit mehr brauchen können. 7. Karotten. Für Menschen, die mit einer schweren Krankheit wie Prostatakrebs diagnostiziert wurde, gesunde Versorgung der Karotte der Antioxidantien können bei der Bekämpfung der freien Radikale und die Begrenzung der Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung der weiteren Ausbreitung der hilfreich sein. Karotten sind extrem langlebig und preisgünstig. In Großpackungen und sie für eine lange Zeit letzten kaufen, vor allem, wenn sie gekühlt. Aufgrund ihrer Dichte, lassen sie sich viel Zeit, wenn sie planen, um sie zu kochen.